Hallo ihr Lieben, habt ihr mich schon vermisst? Ja, ich weiß, ich entschuldige mich, das Video kommt sehr, sehr spät für meine Verhältnisse jetzt. Ich habe ja immer versucht, dass es immer um Mitternacht online kommt. Jetzt war es aber gestern so gewesen, dass ich abends noch weg war. Und zwar habe ich auf das Kind von Bekannten aufgepasst und die kam erst heute Morgen um 4 Uhr nach Hause. Und ja, als ich dann zu Hause war, war es 4:15 gewesen heute Morgen und ich wollte nur noch ins Bett und war todmüde gewesen. Und habe dann tatsächlich heute bis 12 Uhr geschlafen und dann musste ich mich erstmal fertig machen und einkaufen gehen. So, und jetzt bin ich vom Einkaufen zurück und drehe das Video für euch. Ja, ich werde das Video hier auch ein bisschen länger Zeit geben. Also ihr werdet wieder bis Montag dann Zeit haben, hier Kommentare drunter zu schreiben, um mitzumachen und in den Lostopf zu hüpfen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt. So, aber erstmal kommen wir jetzt zum Gewinn von gestern. Das war ja diesmal kein Weihnachtsbuch, sondern ein Thriller und zwar aus dem Rowohlt Verlag von Karen Sander, Ich sehe was und das ist tot. Eine sehr gute Autorin, wie ihr ja gestern schon gemerkt habt, dass ich begeistert von ihr bin. Und das losen wir jetzt aus. Hier im Kästchen sind wie immer die ganzen Zettel drin. So. Schauen wir mal, wer gewonnen hat. Hier mal einen Zettel. So. Herzlichen Glückwunsch. Yvonne, du hast gewonnen. Yvonne Augustin, du hast gewonnen. Schick mir bitte deine Adresse hier oder über Facebook und dann schicke ich dir das Buch gerne zu. Zettel kommt wie immer ins Buch. So, kriegen wir hier oben hin. Und bevor ich zur Verlosung heute komme, morgen müsst ihr unbedingt einschalten, weil morgen ist ja wieder Advent. Jetzt habe ich schon vergessen, was für ein der dritte Advent ist morgen schon. Der dritte. Ach Gott, wie die Zeit vergeht. So, und morgen wird es natürlich wieder was ganz Besonderes für euch geben. Ich habe mir da was überlegt. Ihr könnt euch freuen. So, und heute gibt es kein Weihnachtsbuch, kein Thriller. Wir gehen mal in die andere Richtung. Und ein bisschen Mythologie, Fantasy in die Richtung. Und zwar ein Buch von Amy Carter, Das göttliche Mädchen. Das ist das hier. Ich mag ja eigentlich Cover mit Menschen drauf überhaupt nicht, aber das hier, das gefällt mir echt gut. Ja, hier geht es um, du kannst das Leben deiner Mutter verlängern, wenn du als Wintermädchen bestehst. Sie sind nach Eden gekommen, weil es der Wunsch ihrer sterbenskranken Mutter ist. Hier lernt Kate den attraktiven und stillen Henry kennen. Seit der ersten Begegnung fühlt sie sich auf unerklärliche Weise zu ihm hingezogen. Er sieht so gut aus und scheint gleichzeitig so unendlich traurig zu sein. Bald erfährt Kate, warum. Er ist Hades, der Gott der Unterwelt, und er macht ihr ein unglaubliches Angebot. Er wird ihrer Mutter helfen, wenn Kate 7 Prüfungen besteht und sein geliebtes Wintermädchen wird. Aber ob ihre Seele für ein Winterleben stark genug ist, bisher haben alle ihr Scheitern mit dem Tod bezahlt. So, das geht so ein bisschen in die Richtung griechische Mythologie, aber mehr in die Richtung Fantasy, würde ich sagen. Ich habe es noch nicht gelesen. Vielen Dank an den Mira Taschenbuch Verlag, die mir das Buch gesponsert haben. Ja, jetzt muss ich mal gerade reingucken. Ich muss jetzt immer in die Bücher reingucken, weil mir ist aufgefallen, also manche von euch werden noch eine Überraschung bekommen, denn manche Bücher waren signiert gewesen, die ich bis jetzt auch schon vorgestellt habe. Nur ich hab nie vorne nochmal reingeguckt und deswegen ja, ist das so ein bisschen untergegangen. Also manche von euch können sich freuen, die Bücher sind teilweise signiert. Das hier jetzt leider nicht. Aber das macht ja nichts. Das scheint ein wirklich tolles Buch zu sein. Wenn ihr das gewinnen möchtet, dann wie immer einfach Kommentare hinterlassen und ihr seid schon im Lostopf drin. Wie gesagt, das werde ich dann am Montag auslosen. Das ist dann der 14. Dezember, werde ich das auslosen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Im Übrigen könnte das Video für morgen auch erst morgens online kommen und nicht schon nachts. Da ich heute Abend auf ein Konzert fahre und nicht weiß, wann ich wieder zu Hause bin. Genau. Okay, also, ja, hüpft in den Lostopf rein, einfach einen Kommentar hinterlassen.
Wie immer, es besteht keine Abo-Pflicht, kein Daumen hoch oder Teilen oder irgendwas, aber ich würde mich natürlich über alles sehr freuen. Alle können mitmachen. Wenn ihr unter 18 seid und gewinnt, brauche ich einen Elternzettel. Und wenn ihr nicht aus Deutschland kommt, müsst ihr aber eine deutsche Adresse haben, weil ich nicht ins Ausland versende. So, das war's schon. Dann freue ich mich schon auf morgen, auf den dritten Advent. Und bis dann. Tschüss.